Und zack. Sagt er wahrscheinlich wieder, fantastisch, geil, Luke, hast du das gemacht. What the fuck? The winner of Hallo die Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir den Weg ins, oder wie heißt es? Ins Wasser gefunden, beziehungsweise den Weg zum Wasserdrachen geöffnet. Und ja, jetzt geht's weiter unter Wasser. Du Nervensäge, folge mir nicht weiter. Ich sage es sonst dem Wasserdrachen. Yo. Was ist er denn für einer? Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht hindurch. Du siehst das anders? Dann versuch doch mich zu fangen. Ja komm, ich komme einfach durch, Digga. Was willst du, hä? Unmöglich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe. Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von denen der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Bring mich hin. Es ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Wahrscheinlich Girahim. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat die auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. Okay, bring mich hin. Bring mich hin, Digga. Warum sind hier eigentlich noch Halbmonde unter Wasser? Ich verstehe es nicht. Und nu? Kann ich hier irgendwas unter Wasser machen? Kann ich eigentlich die Steine hier kaputt machen? Das wäre mega cool. Nee, okay. Muss ich anscheinend die dagegen schubsen oder so, ne? Komm her. Ach, blöde Viecher. Ja, okay, so kann man das machen. Nice. Was sitzt du denn hier? Ah, bitte friss mich nicht. Keine Angst. Wirklich? Du frisst mich nicht? Puh, hier war so viel Lärm und Getöse, da habe ich mich versteckt. Okay, und hat er einfach keinen Bock, hier wieder rauszukommen, oder was? Und hier gibt's Rubine, okay. Ich wette, jetzt wird erstmal angezeigt, dass ich hier einen Rubin gefunden habe, doch nicht. Okay. Alter, die Steuerung ist auch nicht gerade die beste. Okay, ich brauch Luft. So, gut. Bam! Okay, ich glaube, da geht's weiter. Aber ich will jetzt eigentlich noch gar nicht weiter. Ein neuer Weg! Wald von Fironi. Und ich denke mal, da wird auch gleich der Drache sein. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Was war das denn? Ich will aber das hier noch öffnen. So, das habe ich geöffnet, das habe ich geöffnet. Das da. Ne, den hier. Danke. Oh, ein Halbmond. Das ist auch immer gut. Und noch ein... Was ist das? Ein Fünfer? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und was ist, wenn ich hier den dagegen schubse? Kann ich das? Kann ich den da auch gegen schubsen? Wartet mal, Leute. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich weiß, das ist zeitfressend, aber... Ich probiere es jetzt aus. Ja, ich hab's geschafft. Yes! Und das ist ein... Ist das ein 100er oder ein 200er? Ich glaube, das ist ein 100er, ne? Ja, ist ein 100er. Okay. Weiter geht's, Leute. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Schon wieder mal, wie immer, nicht so viel geredet, aber ist ja auch egal. Okay. Jetzt müssen wir uns darüber müssen wir noch springen. Easy. Fantastisch. Nicht du. Schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Ja, das reicht. Hat er recht. Ich hätte das ja nicht gekonnt. So. Das finde ich ganz cool, wie die das gemacht haben. Gibt's... Oh, da drüben gibt es noch einen Cube. Den hole ich mir natürlich.
Immer alles hier erkunden, Leute. Immer. Oh. Zack. Wie das einfach dann... Das müsste ja durch die Decke gehen. Jo, genau da ist wahrscheinlich eine Öffnung. Okay. Das sind normale, ne? Die haben keine Fähigkeiten. Ist immer gut. Slime. Schleim haben wir heute nicht. Glibber, meine ich. Glibber, glibber, glibber. Ach, Leute. Ich glaube, ich kann auch bald neue oder jetzt schon ein bisschen längere Parts machen. So 22 Minuten oder länger, weil ich ja die neue Leitung bekomme. Ich hoffe, dass das dann bald auch klappen wird. Hä, was ist mit dem denn? Was ist das denn für eine komische Pflanze? Hier könnte ich auch speichern, das mache ich jetzt noch nicht. Ich hole mir jetzt erstmal die Kiste. Kommt her, da. Ja, wahrscheinlich kommt dann jetzt auch noch einer von oben. Genau. Oh, bitte ein Item. Ja, ich wollte gerade sagen, bestimmt sowas geschenkte Göttin oder so eine Feder. Die haben wir aber noch gar nicht richtig gebraucht, ne? Nee. Wir brauchen auch noch mal welche von den komischen... Von den... Wie heißen die? Ja, von den... Krallen. Von diesen Krallen von den... Fledermäusen. Die können wir mal wieder gebrauchen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder rüberspringen. Und zack. Sagt er wahrscheinlich wieder, fantastisch, geil, Luke, hast du das gemacht. What the fuck? Was ist das denn? Ah, nicht dieser Fisch, ganz zu schwer. Dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Ach du Schande, was ist das denn für einer? Ich wollte gerade sagen, die sind ja easy, oder nicht? Großartig, kein Zweifel. Du musst der Auserwählte der Göttin sein. Bin halt strong, man. Und jetzt müsste er das Tor auch mal aufmachen. 7 Minuten haben wir erst, okay. Hallo, kommst du mal? Ja. Danke, endlich da. Jetzt mach schon das Tor auf, komm. Come on. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich gerade am Stück aufgenommen habe, Leute. Ich weiß auch nicht, wann ihr die erst sehen werdet. Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Als ob sein Kopf einfach so ein Schlüssel ist. Nice Idee, nice Idee. Nintendo? Hier entlang. Das würde ich jetzt auch mal machen. Danke für die überkrass lange Cutscene. Und hoffentlich sind wir jetzt auch beim Wasserdrachen endlich angekommen. Ja, wir müssen jetzt da sein. Wo ist denn der Wasserdrache? Ich will ihn sehen. Ist er das da? Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache Firone und büte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt deine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt. Aber der Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Jo. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen.
Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Okay, jetzt müsste ich nur wissen, wo es das Wasser denn auch gibt. Ich habe dir das Verbleiben, was ich habe das Verbleiben fliegen. Na, es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Gebieter, du besitzt keine Möglichkeit, das Wasser zu transportieren. Wir benötigen ein Gefäß. Als ob. Folge diesem Weg in den Wald von Firone. Nun, beeile dich, ich warte nicht gern. Als ob. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss ja jetzt das Wasser holen, aber woher kriege ich dieses Gefäß denn bitte? Gibt's hier jetzt noch ein... Oh, da drüben sind Truhen, oder? Wie soll ich das denn jetzt bekommen? Ich muss ja... Ja gut, ich weiß, ich muss erstmal raus hier, ne? Da muss ich erstmal hin, gut. Aber... Brauche ich denn jetzt wieder den Helfer, also den Roboter? Bin mir nicht sicher. Okay, hier ist ja schon wieder eine Truhe. Es wird wahrscheinlich eine Feder oder sowas wieder sein, wie beim letzten Mal. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben ja eigentlich schon eine. Ja, oder diesen Schattenkristall. Davon haben wir auch ganz schön viele. Wir könnten eigentlich auch mal wieder das Spiel machen im Wolkenort. Im Wolkenreich. Was war das letzte denn? Ich weiß einfach nicht, was dieses eine da sein soll. Von den Items. So, erstmal raus hier. So. Okay, Leute, 11 Minuten haben wir schon wieder. Oh. Oh, oh. Leute. Wir sind Grashüpper. Grashüpper, Junge. Ein Grashüpper. Das ist der erste Firo-Hüpfer, den wir je hatten, Leute. Das ist der letzte, ne? Ja, der letzte. Sauber. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn so ein Gefäß herbekomme. Ah, da muss wieder so ein Boing Oing sein. Ja. Richtig geraten. Boing Oing Oing. Ja, eine Monsterklaue, das ist immer gut. Das ist immer gut, Leute. Wie kriege ich denn jetzt so ein riesen Gefäß? Kann mir das mal jemand sagen? Erstmal muss ich hier gucken, wo es dieses Wasser gibt. Ja gut, dann muss ich da wieder lang. Okay, Leute, 13 Minuten. Ich würde mal sagen, speichern wir auch direkt hier. So, speichern. Bitte betätigen wir hier leider noch den Dienst. Ja gut, kann ich machen. Okay, okay. Erstmal hoch hier. Leute, es ist echt gerade mega schwer, weil ich jetzt... Echt 7 Parts oder so am Stück aufgenommen habe und ich gerade echt fertig bin, muss ich sagen. Manisa, Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Firone befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Ja, das tun wir. Okay, Leute, ich würde sagen, wir werden im nächsten Part das Wasser holen. Ich denke mal, das wird halt einfach nur mal ein ganz kurzer Part gewesen sein. Weil ich gerade echt so viel am Stück aufgenommen habe, dass ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr kann. Und es muss auch mal Schluss sein. Es muss ja auch alles noch geschnitten werden, dass es nicht alles zu lange dauert, damit ihr nicht zu lange mal warten müsst auf ein Video. Ey, jetzt stirbt doch. Alter, wie wir ihn zugerichtet haben. Und ja, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung da lassen und vielleicht noch eine kleine Resonanz in Form eines Kommentars, wenn ihr wollt. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!